Oh, da bin ich schon wieder jetzt mit Traveler's Rest. Keine Ahnung, mir war gerade einfach danach. So. Gucken wir mal. Also zuallererst kein Bad, bitte. Also. Und dann so. Finde ich gut. Okay. Willkommen zu Traveler's Rest. Dieses Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access. Immer noch? Bewegen. LT zum Rennen. Dekorationsmenü. Okay, ja, gut. Ein Keller über eine Hauptquest frei. Okay. Da ist nichts. Ah, ich muss vielleicht. Ah, okay. Ah, hier kann ich also Sachen umstellen. Warum steht denn das Ding so scheiße? Platzieren. Was? Nein. Warum zu? Ach so, okay. Sehr spezielle Platzierungsvariante. Gehe zum Buch, um den Tresen und Moritz zu öffnen. Essen, das du hier lagerst, wird automatisch deinem Vorrat hinzufügt. Sind keine Vorräte vorhanden, wirst du Pampe verkaufen. Diese Pampe bringt allerdings nur wenig Geld an, hat kaum einen Einfluss auf den Ruf deiner Taverne. Naja, wenigstens weder im Guten noch im Schlechten sein zum Öffnen der Taverne. Ein verschlossener Pampe. Ach, da kann ich dann so. Erste Kunden. Jene 6 Kunden. Okay. Schließe deine Taverne, um neue Gegenstände zu platzieren. Rufe die letzte Runde aus, indem du. Ah, okay, ich muss also. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich habe mich eigentlich nur verklickt.
Wie kann ich jetzt Hafer? Mit deinem neuen Fall. Und wie soll ich jetzt bitte Haferbrei servieren können? Wie soll denn das jetzt bitte gehen? Kunden hat den Boden verschmutzt. Reinigen den Boden, indem du den Mob auswählst. Okay, ich dachte, ich bin ja wie Pampe und nicht Haferbrei gerade. Du kannst jetzt Getreidebrei und Wasser servieren. Buche es und fühle den Getreidebrei. Und können auch Getränke bestellen. Die in der Tabelle serviert werden, dann werden in der Getränkespende geladen. Wenn du keine Getränke zur Verfügung hast, werden die Gäste nur nach Wasser fragen. Um dieses zu servieren, musst du das Wasser in einer Zapfanlage gelagert haben. Näher dich in die Zapfanlage zu Y. Du hast deine Kupferachse halten, schließe deine Taverne und gehe raus, um einige Bäume zu finden, so deine Welt voranzutreiben und neue Technologien freizuschalten. Bisschen krass, was man alles parallel hier jonglieren muss in dem Abschnitt. Okay, ich hatte jetzt zwar den Pferdeschwanz nicht gesehen, aber es passt ganz gut. Thank you.
Okay. Hat der den jetzt automatisch da reingemacht? Ah ja, Tatsache. Ah. Forstwirtschaftliche Abfälle. Aha. Habe ich jetzt einen Herzinfarkt bekommen? Ich dachte, ich wäre erschlagen worden vom Baum oder so ein Scheiß. Du hast deine erste Werkstation freischalten, die sieben Dekorationsmittel außerhalb der Taverne. Wofür kannst du. Okay. Okay. Alter, frisst die Platz. Was? Nein. Jede Werkstation hat alles mit Rezepten. Diese Teile, die benötigt werden, im Brennstoff und die Zeit. Holzbretter, wie viel brauchen wir? 20. 10, 15, 20. Gehen wir im Vorschau davon aus, dass das Ding weiter rödelt, Alter. Erste Kupfer verwende sie zum Abbau Mineralien, Erzen und Kohle aus Felsen. Vergiss nicht vorher den Dekorationsmodus zu verlassen. Schürfe 4 Metalle und Steine mit der. Okay. Thank you.
Das ist Schmelz und den Amboss erhalten. Wenn du den Schmelzofen baust, wird eine neue Werkstation zum Bearbeiten von Metallen erstellt. Dieser Bereich kann keine andere Werkstation überschneiden. Jo, dann machen wir jetzt das einfach mal hier alles weg. Keine Ahnung, warum das jetzt nur so ging. Öffnen. Nägel. Selbsthilfe der Schmelze und des Amboss 10 Nägel her. Aber für 10 Nägel brauchen wir 2 Eisenbarren. Dazu brauchen wir mehr Eisen. Brauchen eine Eisenader. Oh, was ist das? Achso, dafür brauchen wir eine Schaufel. Ach, komm. Gibt's denn hier nirgends? Das ist Kohle, das da könnte Eisen sein. Ja, Gott sei Dank Eisenerz. Zwei, dann brauchen wir 10. Ja, wieso braucht denn bitte den Amboss Brennstoff? Was sollen die verarschen? Okay. Das war zwar viel zu viel, aber egal. Vorgebirge, Flussufer, okay.
Ach, hier steht's Eisennägel, Kohle. Also brauchen wir da Eisennägel für. Stelle an der Werkbank einen kleinen Tisch her. Achso, an dieser Werkbank. Ich sehe schon. Vermutlich muss ich die jetzt wiederum. Nicht? Wo muss ich denn die platzieren? Beziehungsweise, was heißt muss? Wo kann ich die überhaupt platzieren? Muss ich die etwa? War ja irgendwie klar. Aha. Pass auf die Splitter auf. Okay. Das ist ein großer Vogelhäuschen, Reiferegal. Ich muss mal erst was gucken. Okay, bin wieder da. Ich war mir nicht sicher, ob es geregnet hat, deswegen. Ein Ruf hat einen neuen Meilenstein erreicht. Jeder Meilenstein schaltet neue Objekte frei. Brauereien, Kochtechniken. Ah, okay. Aha, hier kann ich dann also verschiedenste Sachen kombinieren. Heu. Holzstangen. Ach Scheiße. Kleiner Fisch. 15 Eisennägel. Und 10 Holzstangen. 10 Holzstangen. 20 Holzbretter. 15. Und dann noch die 15 Eisennägel.
Brauchen wir jetzt aber richtig fette Eisen. Fangen wir erstmal mit der Kohle an, um die den Scheiß zu betreiben. Das hier dürfte Kupfer sein. Ich weiß es nicht, ist das hier Eisen oder ist das Kohle? Es scheint Eisen zu sein. Sage deinen Kunden, dass du schließen willst, damit sie noch. Wenn ich. Dir davon, dann brauche ich 40. Dann gebe ich Bestellung auf. Okay. Verstehe. Ah, okay. Damit mache ich dann hier quasi wieder gute. So, das sind 15. Das müssen wir mal schauen. Hierfür brauchen wir 15 Eisennägel. Also 3 sind 30, sind 15 sind 45. Das sind 15, damit läuft das. Jetzt wollte ich hier aber eigentlich noch den hier. 25. Das sind 10. Also wir könnten das schon machen. Schlaf in deinem Bett, um das Spiel zu speichern. Bist du zu lange wach, wirst du ohnmächtig. Und woher weiß ich, wann ich zu lange wach bin? Denk daran, deine Feuer für den Tag aufzufüllen, bevor du. Naja, wird dir wohl irgendeinen Indikator dafür geben. Oh,
benimmt sich unverschämt. Diese sind, stell dich neben ihn und drücke A, um das war vielleicht nicht so clever. So. Du kannst nur den Werkraum freischalten, wenn du bereit bist, schließe die Taverne und betritt den hinteren Bereich. Oh, sollte man mitnehmen. Ihr Deckel hält die Tische sauber, gut zu wissen. Ah, Werkraum freischalten, für fit. Schalte den Werkraum frei, dieser befindet. Stelle eine kleine Bank her. Ist es dein Werk? Lass uns als erstes etwas Getreide breit zubereiten. Einmal mit Wasser, Getreide. Ich habe halt nur kein Getreide. Ich habe Getreide. Was brauchen wir dann? Lassen sich verfeinern. Warte, bis der fertig ist. Es wird bloß ein paar Sekunden dauern. Getreidebrei kommt. Also lass uns Bier brauen. Platziere die Mälzerei. Öffnen. Wieso brauche ich eigentlich alles Brennstoff? Eine Bank. Den Eisennägel und 20 Holzbretter. Fällt noch eins. Thank you.
So. Gucken wir mal, ob jetzt alles fertig ist. So, über kurz oder lang werden wir das natürlich noch alles ein bisschen schöner machen, aber für den Moment muss es so reichen. Und nein, der Kunde stiftet in Ruhe, er will jeden in sich herum oder schlage. Diesmal will plötzlich keiner Wasser, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Geht doch. So, ich weiß nicht, ob ich dahinter sollte, während hier der Laden läuft. Halt, ich vernehme mal an, dass das vielleicht keine so clevere Idee ist. Wie sollen die auch immer die ganze Bude an die Drecksäcke? Jo, okay. Nein, 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 nein. Kaufe einen Wandkalender. Was? Was zum Geil? Mildes Ale-Würze. Aha. Was brauche ich denn dafür? 15. Das ist scheiße.
Kann ich hier jetzt eigentlich? Nee, kann ich nicht. Wenn ich keine in der Hand habe, dann wollen sie wieder alle welche. Es war so klar. Ich war definitiv früher oder später Angestellte. Landwirtschaft und Zimmermann-Talente, aha. Wandkalender soll ich kaufen. Ist der? Wandkalender. 80 Silber, ey, wollt mich doch verarschen. Ist alles aber nicht günstig, der Scheiß. Alter, immer noch nicht, okay. Alter, Leute. Mann, die hier immer voll die Sauerei, die Pisser.
Nun zum ersten Schritt der Gärung. Platziere den Gärbehälter. Brauche ein Fass mildes Ale. Du kannst dieses Rezept verfeinern, indem du zum Beispiel Früchte zufügst und es benennen. Das ist dein erstes, um deinen Talentbaum anzusehen und neue Rezepte zu lernen. Ein Bier ist fast bereit, serviert zu werden. Alkoholische Getränke müssen reifen, bevor sie verkauft werden können. Dafür musst du im Keller. Ah, was ist mein Keller? Okay. Um deine Getränke zu reifen, gib sie einfach in deine Reifefässer und lasse etwas Zeit vergehen. Mit der Zeit wird dein Getränk reifen und der Preis wird sich bis zum maximalen Level ausgereift erhöhen. Näher dich im Reifenfass zurück, Y und blaue Getränke können für mehrere Teile der Frauen, aber nur einen Tag bevor sie serviert werden können. Warte, bis das Bier fertig ist. Ja, okay. So, wir holen mal hier in diese Talentbäume reinschauen. Was haben wir denn jetzt? 4, 2, 2. Also theoretisch könnte man jedes lernen. Portbier, dunkle Gerstenmalz, Würze, dunkles Gerstenmalz. Ja, gut. Frage ist halt auch teilweise, was hier halt Sinn ergibt zu machen. Weil ist halt tatsächlich so, dass wir hiervon noch nichts wirklich gebrauchen können. Eckhart hat sich in die Taverne geschlichen. Shen hat sie beschlossen zu bleiben. Kauf ihr ein Katzenkörbchen und einen Wassernapf, damit sie es gemütlich hat. So, boy, ich habe die nicht mal gewollt und die kostet mich Geld. Was wollt ihr eigentlich von mir hier? Damit kann ich also nichts herstellen. So, Feldbestellung wäre halt jetzt allmählich ganz geil. Erst bei Stufe 6. Halleluja. Was ist das jetzt hier? Wie? Teil des Verständnisses von Getränken. Fuck it. Das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre auch was zum, also nahrungsmitteltechnisch.
So, das Gute ist jetzt, können wir uns gleich mal den komischen Wandkalender da holen, weil er ein Schweinegeld kostet. Ach, leck mich doch am Arsch. Du warst schon fast draußen, du Penner. Ja, Wandkalender. So, falsches Werkzeug ausgerüstet. So kann man es natürlich auch machen. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Fettkohle. War ja klar. So, war ja wieder klar. Irgendwer schafft es jedes Mal hier was zu ruinieren. Rezept für meine Charakterverbesserung. Inwiefern kann ich denn jetzt den Charakter verbessern? Muss EP um Verbesserung für deinen Charakter freizuschalten. Wenn ich das Geschwindigkeit beim Sauer machen. Ist aus falschen Herstellung, Fabrikation erhöht den Preis, Arbeitsgeschwindigkeit. Erhöht den Preis für Donald Steve. Was kostet denn der Kram? Ach, das ist dann vermutlich, ja, okay. Für die Katze.
Katzenkorb 24. Katzennapf 19, Katzenkopf. Dann holen wir den hier halt erstmal. Was ist jetzt los? Da war doch gerade irgendein Event. Der Katze gleich erstmal ein Bett kaufen. So, und welcher von euch für Pfosten schafft es, wirklich sauber hier rauszugehen? Wow, so erstmal, dass es alle gespackt haben, rauszugehen, ohne mit das Inventar zu versauen.
Eigetreide. Ja, das hatte ich fast befürchtet. Was ist das hier? Blätterteig. Süßkartoffel. Hm, das könnte was werden. Die müsst ihr doch käuflich erwerben können. Gib mir mal den Tag. Wildkräuter, aromatische Pflanze. Dann ist die Süßkartoffel da, aus welcher wir erstmal Speisen machen können. So, das machen wir erstmal noch da, weil dann können wir uns jetzt auch mal mit anbauen. Oh, das sollten wir mal jetzt aber aufpassen. Ach, wieder falsch. Wasser ist nicht das Problem. Was haben wir denn hier noch da? Ah, dann noch vier, da müssen wir definitiv warten, bis das durch ist. Und da das Land vom Gras befreit ist, ist es Zeit, den Boden zu pflügen.
Gehen wir vielleicht mal auf die andere Seite dafür. Hä? Zeigt, werden die Pflanzen über 3 Stufen ausnahmsweise. Fällt mir gerade ein, haben wir vorhin. Ich weiß gar nicht. Nur verschiedene Rechte. Ich glaube, die Speise einer ist je größer. Die Vielfalt der Angewohnheiten der Rande. Pflanze 10 Saatgut und ernte die Feldfrüchte. Schauen wir gleich erstmal, was Süßkartoffelsamen kosten.
Teeblätter. Fleisch, Fisch, Gemüse, Nüsse, Pilze. Also Gemüse. Das würde gehen. Ich darf da nochmal kurz gucken. War das auch ein Gericht? Und nicht so wie das letzte Mal, als ich hier irgendwas versucht habe. Nüsse. Nussriegel. Ein Gericht. Oh, scheiß drauf, kauf mal zwei. Da geht schon wieder viel zu viele Einnahmen für meinen Geschmack für Flöten. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich daraus das Gewünschte herstellen kann. Jo, Alter, eskaliert halt noch mehr, nur weil ihr rausgeht, ihr Pisser. Scheiße, Honig brauche ich ja dafür noch. Dafür zu dem Thema. Das ist doch ein Scheiß. Einmal Honig.
So, jetzt schauen wir mal. Auch 6 Tage, braucht 4 Tage. Haben wir denn? Frühling. Na dann komm, dann machen wir jetzt mal auf gut Glück, bestellen wir Auberginensamen. Die Ketten sind weg. Alter. Zufällige Bestellungen verfügbar am schwarzen Brett, Rezeptfragmente 10. War ja klar. Wie sieht's hier aus? 18, okay, da hat sich nichts verändert. Bestellungen sind spezielle Anfragen für Dinge, die du selbst herstellen kannst. Das werden jeden Tag 3 neue. Fischbrühe, Joghurt, Getreide, Brei. Warum ist denn ein Fisch überhaupt dran? Okay. Keine Ahnung. Ach so. Was ist jetzt hier oben so? Jetzt gucken wir mal, ob wir da was draus herstellen können. Beziehungsweise auch aus dem Truthahn, den ich durch Zufall gerade entdeckt habe. Ah, ich brauche 2 Honig, na super. Fleisch würde gehen, aber Gemüse fehlt. Das hier geht. Den. Fleischbrühe.
gucken wir nochmal, bestellen wir halt nochmal Honig und gehen nochmal in den Wald und hoffen noch mehr Fleisch zu ergattern. Weil so eine Fleischbrühe ist ja relativ easy gemacht. Was hat's hier drin? Okay. Ach komm, scheiß drauf. Was ist das? Lesen. Erhebt eure Gläser, Hüter uralter Pracht. Das festgehaltene Wissen verblasst niemals in der Nacht. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt effektiv gebracht hat. Noch ein Truthahn, nimm mal hin. Naja, gehen wir mal zurück zur Taverne. Ah, die Bestellung wurde auch geliefert, das ist doch mal gut. Damit sollten wir auch erstmal unsere Vorräte wieder aufgestockt haben. Sind 15. Machen wir einmal Kohle rein, dann können wir das Ding erstmal rödeln lassen. Also einen Tag machen wir jetzt noch, aber dann ist für heute Finish, was das ganze Thema hier angeht. Na super. Es hängt also. Dann ist es auch leer. Und hier sind wir eh gerade leer gelaufen.
Dann war ja wieder klar. Irgendwie hinterlassen die jedes Mal eine Riesensauerei, wenn die sich verpissen. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft. Na komm, verpiss dich auch, bevor ich jetzt da sauber mache. Das Rutanschleusch hat sich aber jetzt schon rentiert. Was gibt's denn heute? Wieder dasselbe. Gibt's denn nichts als Gemüse? Müssen wir mal gucken, ob wir was mit Früchten anfangen können. Da gehen wir mal wieder nach Gut hinschauen. Gehen wir vielleicht in Richtung Strand, in der Hoffnung, dass ich mal eine Angel oder irgendwas kriege, womit ich Fische mir holen kann. Weil dann hätte ich zumindest mal eine unabhängige Nahrungsquelle. Weil momentan ist mir das ja irgendwie zu unbeständig. Also bin ich am Ende echt müde. Hallo. Ich will doch gar nichts hier machen. Ich will doch nur an den Strand. Wo heißt ich denn jetzt rum wieder? What the actual fuck? Du bist Bobs Vater? Was? Nein. Bob sucht ihn, aber Bob findet nicht. Bob ist sein Name? Der kleine Violet gibt Namen. Bob sagt danke. Ja, es ist ein schöner Name. Dein Freund, du Freund, Freund von Bob und Nugget? Nugget? Wer ist Nugget? Nugget ist bester Freund von Bob. Sie ist sehr kluges Huhn. Sie hilft Bob in seinem Shop. Ja, komm. Okay, naja, die Auswahl ist ja bescheiden. Immerhin etwas. Bringt mir, glaube ich, zwar alles nichts. Was stehst du da einfach so rum? Brauchst du irgendwas? Genießen? Weiß sie wenigstens. Ja, kann ich. Ja.
Ja, und wie angel ich in dem Ding hier? Vermutlich auch eine Mission. Befürchte ich zumindest, dass es eine eigene Mission ist. Also so eine Schnellreisefunktion wäre schon ganz nice. Ja, top. Boah, das Fleisch ist aber richtig teuer. Ja, schon klar, wie das funktioniert. Und witzig, brauche ich alles nicht. Alles momentan maximal überflüssig. Das ist doch eine schlechte Verarsche. Wie soll ich denn, wenn ich keine gescheite Nahrungszufuhrquelle habe, soll ich denn den Laden dann dauerhaft über Wasser halten zum Geier? Da geht's nicht weiter. Immerhin das. Mach mal hin, ne? An der Stelle machen wir jetzt den Safe. Auch weil wir Zeit rumkriegen müssen wegen den Feldern, das ist halt auch so ein sehr ausschlaggebender Punkt. Gut. Und an der Stelle machen wir jetzt den Cut für heute und machen dann das nächste Mal, wenn ich Lust habe, weiter. Bis dahin.